Wenn Sie sich umschauen, werden Sie viele, viele Chilisorten entdecken. Und welches Land kommt Ihnen am ehesten in den Sinn, wenn Sie an Chili denken? Mexiko? Peru? Oder vielleicht Chile? Nein, wir sind in Mutterstadt, in Peters Chiligarten. Chili ist das weltweit meistverkaufte Gewürz. Und Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Importeur der Welt. Um auf ihre biologische und kulturelle Nutzungsvielfalt hinzuweisen, aber auch auf ihre Bedeutung für die Wirtschaft, organisiert der Verein Casa del Sol seit 2014 im Rahmen des Projekts Integration mit Geschmack das Chili-Kulturfest. Heute und dieses Mal ausschließlich online aus einem Chili-Garten in Mutterstadt. In Peters Chili-Garten. Hallo Peter. Hallo. Wir sind hier in deinem Garten. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Die ganze Geschichte fing vor 20 Jahren an. Zunächst mal ganz klein. Und dann wurde es jedes Jahr immer mehr. So wie man hier jetzt sieht. Aktuell stehen hier noch ca. 50 verschiedene Sorten. Voll ausgewachsen. Im Frühjahr sind es bei den Jungpflanzen weit mehr als 100 Sorten. Wir haben hier einen kleinen Auszug aus Südamerika, hier zum Beispiel aus Peru. Das ist dieser berühmte Charapita, eine seltene Wildpflanze, auch sehr scharf. Dann geht das weiter, hier zum Beispiel einen Achi aus Südamerika. Welche Sorte genau, konnte ich nicht eruieren. Interessanter wird es dann wieder hier bei den Habanero-Varianten. Das sind also die äußerst scharfen Sorten. Ja. Und das geht ja bis zu dem allgemein bekannten Carolina Reaper, den ich auch habe. Herr Schmidt, Sie sind viel mehr als ein Hobbygärtner. Was empfehlen Sie jemandem, der das Ganze vielleicht für seinen Balkon anpflanzen möchte? Da sollte er zunächst mal sehr früh anfangen, und zwar im Januar schon, die Samen ausbringen, am besten in einem Miniaturgewächshaus, was man so in jedem Bauhaus bekommt. Mhm. Wichtig ist dann auch noch die Verwendung von sogenannter Anzuchterde. Mhm. Bitte niemals irgendeine Blumenerde verwenden. Diese Erde ist vorgedüngt und wäre damit für den Anbau zu scharf. Es muss eine unbehandelte Erde sein, eine neutrale Erde, die nennt man Anzuchterde. Das eben Gehörte möchten wir jetzt in einen anderen, in einen größeren Kontext einordnen. Bitte, Irina. Ja, hallo. Die Agrarkoordination leistet entwicklungspolitische Bildungsarbeit und wir setzen uns im Bereich Landwirtschaft und Ernährung. Ernährungssouveränität, was ist das? Das ist die Rechte, dass Menschen in Würde ihre Ernährung mitbestimmen können. Agrarökologie ökonomisch stärkt faire, kurze und vernetzte Vermarktungswege. Faire, was heißt überhaupt Fairhandel? Fairhandel ist vor allem die Unterstützung, dass es die kleinen Bauern in den Ländern des Südens eine faire Preise für ihre Arbeit bekommen. Mit dem Kauf von einem Produkt, die fair gehandelt ist, in dem Zusammenhang gibt es auch Paprika oder Chili in Gewürz, die auch fair gehandelt werden, unterstützen wir die Lebensbedingungen von diesen Bauern. Migranten spielen eine sehr wichtige Rolle. Mit unserem Wissen und mit unseren Erfahrungen können wir viel beitragen. Hinter jedem Produkt wie Chili stehen Geschichten, die nicht immer ein gutes Geschmack haben.
Und unsere Aufgabe als Migranten ist, der Verbraucher zu informieren und zu sensibilisieren, damit er mit seinem Kauf die Lebensqualität den Produzenten verbessern kann. Wir haben heute zwei Punkte gehört. Wir sind immer noch mit Peter in seinem Garten und wir haben Irina gehört, die über das überregionale Engagement gesprochen hat und über theoretische Ansätze. Wir möchten jetzt nun beides verbinden und Sie einladen als Konsument, die regionale Vielfalt, die Wichtigkeit von regionalen Produkten wertzuschätzen. Wir laden Sie ein, diesem Best-Practice-Beispiel, wie Peter es uns vorlebt, zu folgen und sich gerne mit ihm in Verbindung zu setzen. Darf ich mich auch bedanken für das gezeigte Interesse an den Chilis. Jetzt sind wir bereits am Ende der Saison, aber es geht ja dann schon bald wieder weiter im Januar. Und ich würde mich da sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht weiterhin Interesse zeigt und vielleicht ab Mitte April, da sind dann die Pflanzen so weit, so stark, dass sie wieder in den Verkauf gehen. Also wir reden im Moment von Jungpflanzen und auch des Weiteren auf die Märkte, die wir dann wieder hoffentlich besuchen dürfen aufgrund der momentanen Pandemie, was dieses Jahr überhaupt gar nicht möglich war. Vielleicht hoffen wir darauf, dass es nächstes Jahr wieder besser wird. Vielen Dank. Chili verbindet!